Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir uns in Passbeck hieß das hier, ne? Warte. Passbeck, ja. Passbeck betreten. Oder nicht betreten, wir haben uns hier umgeschaut. Und ein bisschen in der Naturzone haben wir auch ein bisschen trainiert. Und ich glaube, da ist als letztes passiert. Und ja, wir stehen jetzt hier vor der vierten Arena, die Kampfarena, und gucken wir mal, ob wir die bewältigen können. Sollten wir eigentlich, ne? Ja, komm. Auf Screen habe ich hier und da einige Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel die Naturzone ein bisschen erkundet und habe das hier gefunden, Dampfwalze. Ich glaube, das ist auch das einzige Wichtige, was ich so gefunden habe. Ich habe mein Fahrrad voll hoch gelevelt und ja, habe gedacht, machst du das mal, hast ein paar Watt gesammelt aus diesen Pokémon Nestern, da kriegst du ja immer so 300, wenn da so ein Strahl rauskommt. Ein bisschen Rennen gefahren habe ich auch hier und da ein paar Sachen bekommen. Ich glaube, dadurch habe ich auch ein paar TMs bekommen. Weiß ich nicht. Habe das extra so gemacht, dass nur überall neu ist, aber ich glaube, hier ist nichts Neues, ne? Ich glaube nicht. So, Teamaufstellung. Kuro ist wieder im Team, weil ich habe in Pokémon Schild irgendwie die Weiterentwicklung von diesen Dämonen-Dingen gesehen und das fand ich jetzt nicht so doll. Weil ich habe mich ein bisschen abgeschreckt, habe ich wieder Kuro im Team gepackt. Außerdem habe ich was Interessantes in der Naturzone gefunden. Erst einmal alle möglichen Entwicklungssteine. Wenn ich jetzt wüsste, wo die alle drin sind, dann wäre jetzt mal gut. Keine Ahnung. Ist noch so, ich glaube, hier sind die irgendwo. Habe alle möglichen Entwicklungssteine gefunden. Kann ich nicht benutzen bei irgendeinem Ding, aber ja, habe ich gefunden. Und das Interessante, was ich gefunden habe, ist das hier, dicker Lauch. Und ja, die Beschreibung, es gehört angeblich diesen Porentern, also das ist das gleiche Lauch, was auch die Porentas mit sich rumtragen. Deswegen habe ich jetzt mal Lauch, so einen Lauch zum Tragen gegeben, auch wenn das jetzt nicht irgendwie zum Benutzen oder so ist. Das ist jetzt hier unter Zutaten, also ja, vielleicht entwickelt sich Lauch ja dadurch, wenn er irgendwie damit auflevelt oder so, ich weiß es nicht. Ich habe ihn halt jedenfalls mal gegeben. Ich glaube, das ist komplett anderes Item als dieses. Ich glaube, dafür gibt es auch irgendwie so ein Kampf-Item, so ein Lauch-Item, ne? Aber ich habe den halt mal zum Tragen gegeben, in der Hoffnung, dass er sich vielleicht jetzt entwickelt. Und ja, bei Level, was, 34 oder so, das ist ganz schön spät, ne? Oh ja, jedenfalls, wir gehen jetzt mal in die Kampfarena von, boah, wie ist die nochmal? Weiß ich nicht. Komm schon, da werden wir schon. Hey, ich bin's, Balduin. Da wollten sie aber schwer aus. Moment, da habe ich gerade den richtigen Ball für dich. Hier bitte, sehr. Schwerball. Schwerball. Wenn man wenigstens 5 oder so von jenen geben würde, oder so, ne? Ein Schwerball ist ein Pokémon umso leichter fangen, je schwerer es ist. Napsus muss für Freunde verbuchen und die einiges auf die Waage bringen. Schön faszinierend, was alles in einem Pokéball steckt, oder? So. Ich trainiere mein Team, während ich in der Arena Challenge widme. Vielleicht sollte man ein Pokémon aus seinem Team auswechseln. Ja, wir haben nicht so eine sehr gute Teamaufstellung für diese Arena, ne? Wir sind ganz bis nach Passbeck gekommen. Jetzt musst du einfach gewinnen. Okay. Es gibt viele Arena-Challenger, die nach einer Weile das Handtuch geworfen haben. Gib niemals auf, hörst du? Ich gebe auf. Gut, dann gehen wir mal da rein. Hallo Challenger, willst du dich an unsere Arena-Mission versuchen? Ja, und zwar sofort. Alles klar, dann geh am besten gleich an die Umkleide und zieh dir deine Uniform an. Danach kannst du direkt zum Raum weiter, in dem die Arena-Mission abgehalten wird. Stimmt, aber wir müssen da wieder irgendwie so eine Aufgabe machen. Nummer 200 betritt die Arena. Hau rein. Hau rein, Nummer 200. Hau mal rein da. Vierte Arena. Danach haben wir die Hälfte schon mal hinter uns. Was? Okay, das sieht jetzt schon irgendwie sehr schmerzhaft aus. Wenn du möchtest, erkläre ich dir kurz die Regeln der hiesigen Arena-Mission. Die Mission von Passbeck ist das reinste Vergnügen. Naja, zumindest ist sie inspiriert von einem Vergnügungspark. Da hätte ich jetzt nicht gedacht in der Kampfarena. Die Regeln sind ganz einfach. Du steigst in diese Tasse ein und versuchst, sie zum Ziel zu steuern. Den Weg dahin musst du allerdings allein möglichen Hindernissen ausweichen. Ich lese dir am besten schnell ein paar Passagen aus dem Handbuch des Fahrgeschäfts vor. Wenn du den Control-Stick im Uhrzeigersinn rotierst, dreht sich auch
die Taste rechts rum. Nach links, dann nach andere Richtung. Sollst du mit einer Wand zusammenstoßen, kannst du dich durch geschickt rotieren wieder von entfernen und kurz auf dem Ziel nehmen. Okay. Dann müssen irgendwas zu entdrehen, bestimmt bald raus. Dann viel Erfolg. Okay, ich habe mir schon gedacht, muss ich irgendwas mit dem Controller machen. Okay, ich sitze in so einem Ding drin. Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt so da runterspringe, ne? So. Achso, ich muss so, alles klar. Hallo? Ja, ich hab's gemacht. Ach, ich muss echt so, okay. Okay, ich dachte erst, ich muss irgendwie die die Control Sticks so bewegen. Also wie diese alten Spielzeugdinger hier, wo du irgendwie so eine Kugel durch so ein Labyrinth irgendwie bewegen muss. So mit Bewegungs was weiß ich, Sensoren. So. Warum hast du nicht? Ach, du hast nicht, weil ich den Dämonen da rausgenommen habe aus meinem Team, der hat, glaube ich. Dem mehr Geld. Glücksrauch. Okay, ich will mal sehen, was sich das Ding entwickelt. Ja. Gut, komm mal her, Kampfarena. Bin ich total schwindelig? Kannst du so überhaupt kämpfen? Ja. Also, Arena-Trainer Daniel, vor dich raus, alles klar. Belursi. Natürlich hast du irgendwie so ein Viech, weil ich irgendwie voll merkwürdig finde. So, Level 31, okay. Ich habe schon irgendwie so gedacht, ich wäre schon wieder voll überlevelt, aber zum Glück nicht. Ja, du bist, glaube ich, Kampf normal, ne? Komm, Schlangenblick, da ist doch Paralyse, ne? Hey, schon irgendwie schaffen. Ja. Vielleicht hätte ich Repto Dampfwalter oder so beibringen sollen. Ne? Das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Na, ich versuche mal Kopfnuss. So zurückschrecken, Paralyse-Kombo. Sehr gut. So in der Hoffnung, dass wenn es zurückgeschreckt wird, wenn es nicht zurückgeschreckt wird, dann wird es hoffentlich paralysiert. Wäre schon mal nicht schlecht. Und pass auf, der macht jetzt so einen Angriff, ne? Und ich bin weg. Komm, Volltreffer, zurückgeschreckt, komm, jawohl, oder paralysiert. Ja, ich finde das so eine gute Kombi. So, ich habe übrigens Pokémon Schild bis zu diesem Punkt hier auch noch gespielt, auf Screen. Und ja, war ganz schön anders an einigen Stellen. So, Flora, du wirst das schaffen, oder? Eigentlich. Die dritte Arena war ein absoluter Klackser, ne? Aber da war ja irgendwie klar, da hatte ich irgendwie den Wasserstarter genommen. Aber ja, immer mal, wie sich das irgendwie so wie sich das hier irgendwie ändert, sobald du irgendwie einen anderen Starter oder so hast, ne? Die zweite Arena, die war irgendwie am schlimmsten. Gott. Ja, okay. Zum Glück hat Flora Belebkraft. Also ich könnte Big Tox einsetzen. Ja, okay, mach mal. Ich glaube, der ist so der einzige, der irgendwas hier reißen könnte in der Arena. Wegen Giftresistenz und so. Aber da kommt er mit dem Unlicht an. Ach ja, da habe ich auch in der Naturzone gefunden. Überreste. Also ja, da irgendwie so mal ein bisschen rumzulaufen, hat es auf jeden Fall gebracht irgendwie. Alle möglichen Sachen gefunden. Aber Überreste und die eine TM war irgendwie das Highlight und die ganzen Entwicklungssteine. Also ja, fand ich nicht schlecht. Ich glaube, ich habe sogar zwei Überreste gefunden. Aber ich habe nichts Neues gefangen oder gesehen oder so. So gesehen weiß ich nicht. Ja, gefangen auf jeden Fall nicht. So. Ah, Rap, du musst noch. Oh, Schallwelle.
mit Shell, weil der Gegner mit Scheinwerfer angegriffen werden. Immer noch besser als das hier. Nicht, dass ich irgendwann mal irgendwie normale Angriffe überhaupt einsetze, aber ja. Dieser Kampf war so wunderbar, dass mir ganz schwindelig geworden ist. Tschüss. Fügst du bei einem schwindelerregende Begabung, arbeite weiter dran. Ja, warum soll ich zum Eingang zurückkehren? Weil da gibt es jetzt gar nicht mehr. Ah. Gott. Ja. Jetzt kommen wieder. Nein, nicht da. Da, da. Jawohl. Ja. Ja, ich hoffe, rechts ist richtig. Rechts immer richtig. Na. Okay. Weiß nicht. Aber war sogar richtig. Okay. Das ist interessant. So, ja komm. Aber was sagst du, diese Arena bist du wie in einem Vergnügungspark, oder? Weiß ich nicht. Für mich eher wie in so ein, in so eine Pinballmaschine. Bisschen mehr Porenta. Lau. So, aber von Erfahrung weiß ich, dass du nicht viel aushältst. Also komm mal her. Ja komm, Schlangenblick. Kann ich schaden, ne? Zertrümmer. Okay, und wieder Kopfnusszeit. Zeit für die Kopfnuss. Oh. Ja, komm. Noch ein Angriff. Das ist ja noch Zornklinge. Ne? Jawohl. So, und 70. Dann setzen wir auf Schaufel ein. Wie, du warst jetzt schneller. Schaufler müsste dich eigentlich erledigen, so Step und so, ne? 10% mehr Angriffskraft, nur nicht Prozent, aber ist schon jeder Angriff hat ja irgendwie mehr oder weniger Angriffe, Angriffspunkte, so, keine Ahnung. Sie ist besiegt. Was für ein toller, was für ein toller Kampf, den man spürt, dass du im totalen Gleichgewicht mit dir selbst bist. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. So. Gehen wir hier rein. Oh Gott. Aua. Ich kann nur rein. Da ist ein ganz großer Boxhandschuh. Was? Oh, okay. Ich verstehe schon. Das ist irgendwie witzig. Aber jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich irgendwie erwartet hätte in so eine Arena, weiß nicht. Kampfarena stelle ich mir irgendwie so ein bisschen ernster vor. Etwas disziplinierter. Ja, komm. Das schon irgendwie so klappen. Hi, was geht? Aufgabe ist es, alle umfassenden Arena Challenger zu besiegen. Arena Trainer Rory. Kickly, oh Gott. Das könnte ein bisschen wehtun, am Sorggefühl. Was noch ein Pokémon? Also, wie würde man wetten, dass das Nocturne ist? Oh. Autsch. Bin ins Gesicht getreten, ey. Such mal Igni. Ein bisschen höher leveln. Hey, ich tritt auch gerne. Rutsch. Ich glaube, da wird nichts. So, Feuerball. Das kriegt jetzt hier eventuell Verbrennung zu. Ja, will ich halt aber jetzt schon einsetzen, das ist so die Frage. Nur 5 Benutzungen. So. Oh nee.
Gott, wenn er jetzt Vergeltung einsetzt, ja, ich bin weg. Tschüss. Ah. Du Mistviech, ey. Wenn du eher angreifst, setzt du Vergeltung ein. Ne? Ich hoffe, du setzt aber dann, obwohl er wäre vielleicht nicht so gut. Hau das Ding weg. Auch etwas schneller. Gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Das wird ein bisschen schwierig, habe ich so ein Gefühl. Nocturne. Oh. Große Überraschung. So, und du hast wahrscheinlich irgendwie allen möglichen, alles mögliche an Angriffen, was irgendwie, weiß nicht, mein gesamtes Team irgendwie wegfegen kann, so wie, weil nicht, Ice Heap und so, Ice Punch. Bin noch schlechte Erinnerung aus diesen einen Pokémon Hack, Pokémon Vega. In dem Level 30 Nocturne, wo du mit Level 20er Pokémon ja übertreten musst, ist so Sprung. Oh, nee. Aua. Ja, irgendwie Big Tox ist der einzige, der irgendwie was machen kann in der Arena, habe ich so Gefühl. Ja, gesehen hat mit Igni passiert ist. Ein Schlag weg. Vergeltung. Komm mal her. Und da war er weg. Okay. Noch die Arena halten. Dann kannst du mich an meine eigene Zeit als Arena Challenger erinnert hast. Kein Problem. So. Zukunftsfähiger Arena Challenger liegt mir am Herzen. Kämpfe dich bis zum Schluss durch. Ich werde dich anfeuern. So. Dann. Erst einmal wieder beleben. Boah, ich habe das Gefühl, das wird richtig schwer. Aber Überreste, das ist nicht schlecht vielleicht. Ja. So. Wer ist eigentlich effektiv? Nur Big Tox hat irgendwie Resistenten, ne? Da war es eigentlich. Kuro und ja, Kuro ist als einziger in Schwierigkeiten hier, aber mal schauen, was passiert, ne? Ziel erreicht. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Da habe ich die Arena drin. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier verlieren würde? Würde ich dann wieder rausgeschmissen werden und muss ich dann noch mal gegen die ganzen Trainer kämpfen oder so? Ich will das nicht herausfinden, ehrlich gesagt. So, dann komm mal. Ich habe vergessen, wie du heißt. Sie, genau. Willkommen, Arena Challenger. Ich bin Saida. Von ihr haben wir irgendwie gar nichts gesehen, so, ne? Storymäßig. Wird dein Herz unerschüttert bleiben, egal wie sehr deine Pokémon durch meine Attacken ins Wanken geraten? Beweise mir, dass du das Herz eines wahren Kriegers hast. Alles klar. Na komm mal her, du. Arena Alter in Saida, fordert dich heraus. Capoeira. Sie hat 4 Pokémon. Oh Gott. Okay. Level 34. Oh Gott, ich bin sowas von tot. Schlangenblick. Wer, du hast Flexibilität. Und schon eins müsste ich aber erledigen kriegen. Ja? Konter. Fehlgeschlagen. So, mir gefällt eigentlich die Kombi hier gut. Kopfnuss und Paralyse. Wir gehen auch noch Kopfnuss-Attacken aus. Komm, nur 7. Ah, warum haben die alle Vergeltung? Ja. Also, warte hier, Igni. Ich habe eine Idee. Du musst ein bisschen Dings hier einsetzen. Nitro-Ladung. So, Gefühl, du musst als erstes jetzt mal alle erledigen. Sehr gut.
Gott. Initiative hoch, bitte. Bitte nicht Vergeltung einsetzen, jetzt mal ehrlich. Konter. Oh nee. Okay, jetzt muss ich auf die Geschwindigkeit hier. Okay. Also das Gefühl, solange jetzt keine Erstschlagangriffe kommen, dürfen wir mit Initiative ja erstmal bedient sein. So, du bist unlicht, glaube ich. Oh ja, jetzt ist mein Dings weg. Aha. So, Feuerball, du musst das Ding jetzt hier one-shotten. Auch wenn Großbrand nicht mehr okay aktiv ist. Aber sehr gut. Okay. Wird er vielleicht doch nicht so schwierig mit Igni. Aber du hast, ehrlich. 35. Ich habe keine Ahnung, was für ein Typ das Teil ist. Ich merke gerade spätestens, wenn die sich Dynamax hier, hätte ich keine Chance haben. Okay. So wird Lauch bald aussehen. Du hast mich gespoilert, du Olle. Auflockern. Nee. Bleib stand da. Wir geben gemeinsam unser Bestes. Oh Gott, das obwohl macht schon mal eine niedrige Verteidigung, glaube ich. Feuerball. Menno, dann schlagen wir eben alles kaputt. Ich zoll deiner Stärke Respekt mit Geiger Dynamax. Dann hat sie auch eine andere Form. Oh mein Gott. Er trägt Hosen. So, ich wäre sehr überrascht, wenn das jetzt one-shotten würde. Okay, ja. Giga Vogelschlag, die Attacke meines Pokémon ist so knallhart wie meine Karate-Künste. Gott. Oh Gott. Au, oh, oh. Läuft so hoch, man auch was bedeutet hat und alle Dinger jetzt erhöht. So, jetzt kommt er, macht mich fertig. Pass auf, ich glaube nicht, dass du schneller bist, aber versuche mal. Warte mal, was meine ich, irgendwie Adrenalin oder so. Muss erstmal dafür sorgen, dass das Geiger-Ding in mir weg ist. Oh Gott. Eine Faust aus Stahl. Aus dem Himmel. Oh. Er hört jetzt all seine Werte. Pass auf, ey. Ich mache einen Riesenfehler wahrscheinlich. Hm. Flora, du musst mal den Angriff hier. Also ich kann das doch nachgucken eigentlich. Mache ich eigentlich. Okay. Seine Werte sind nicht erhöht. Also ist klar. Für den Fall hat er irgendwie spezielle angefahrt. Ich bin schneller. Oh Gott. No. Sie hat überlebt. Oh, jetzt nicht. Alles klar. Abschlag. Du bist. Okay. Hm. Machen wir jetzt so einfach. Wir das Ding ja wohl jetzt erledigen können. Rate mal. Ich habe noch den ja. Ja, das haben wir noch nicht gesehen. Zeig mal. Dynamax. Big Tox.
verwandelt sich in riesen Big Talks. Bigger Talks. Ja, Alter. Und du bist hoffentlich weg. Ja. Okay, die Arena war jetzt nicht so knallhart. Sehr gut. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu hoch gelevelt, kann sein. Ich konnte den Kampfgeist einer Pokémon deutlich spüren. Okay, gut. Zum Glück hast du mir nicht so eine harte Zeit gegeben. Finde ich gut. Ich danke für diesen Kampf. Ich danke dir für diesen Kampf. Und das Schlagabtausch hat mir einiges gelehrt. Überraschenderweise hat der Kampf gegen dich mein Herz regelrecht zum Tanzen gebracht. Dabei weiß ich, wie wichtig es ist, als Kriegerin die Fassung zu bewahren. Aber genauso wichtig ist es wohl zuzulassen, dass der Kampf das Herz berührt. Diese Einsicht habe ich dir zu verdanken. Hier, der Kampf-Arena-Orden ist dein. Boom. Was mit einer anderen Hand da? Du und dein Team, ihr werdet noch viele Kämpfe gemeinsam bestehen und viel zusammen erleben. Ich hoffe, jede dieses Erlebnisse wird eure Herzen stärker werden lassen. Herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg gegen Saida, Danio. Seine Erkennung ist eine TM, bitteschön. Vergeltung, okay. Ja, Vergeltung ist Kampf, stimmt. Eine unserer Uniformen bekommst du auch noch da oben drauf. Weiter so, alles klar, das war jetzt nicht so schwierig. Ich meine, drei unserer Pokémon waren weg. Irgendwie hat irgendwie sehr viel weniger gemacht, als ich gedacht hätte. Also ja. Ich war überrascht, dass Flora irgendwie schneller ist. Wie geht denn dann eigentlich? Weiß ich nicht, irgendwie langsamste. Aber ja, gut. Also spätestens nachdem Victox, ich meine, der hat uns alle gerettet, habe ich so ein Gefühl. Seine Resistenzen und natürlich kommt irgendwie was. Hallo Raifu. Ah, ich glaube, mein Wolli mag dich. Prima, dass ich dich hier treffe. Kennst du die berühmte antike Stadt von Postbeck, oder? Nun, angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Galat zusammenhängen. Allerdings scheint mir das, was heute noch dort oben zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr zu sein. Wir dir antike Städte gerne zeigen. Nachdem du letztes Mal schon einen hilfreichen Denkanschuss gegeben hast, würde ich eine Meinung dazu interessieren. Boom. Auch irgendjemand hat da kaputt gemacht. Was in der Welt war es für ein Grosch? Kam es halt auch von der antiken Städte? Schnell, lass uns nachsehen. Komm, Woldi. Okay. Halt nicht. Gehen wir mal dahin. Zum Ende des Parts. Oh, wir haben schon 28 Minuten. Ja, komm, da geben wir uns noch. Was passiert da oben? Keine Ahnung, geht noch und guck nach. Ja. Ich dachte, die würden jetzt irgendwie was sagen. Oh. Und da ist hier weitere Entwicklung von diesen Elefanten. Reiß alles ein. Hör es auf, wenn du auch den letzten Wunschstein gefunden hast. Raja. Ich werde so viele Wunschsterne auftreten, dass der Präsident mich mit Dankbarkeit überschütten wird. Patinaraja als Pokémon des Liga-Präsidenten sollte sich Glück schätzen, an meiner Seite für ihn Wunschsterne suchen zu dürfen. Oder immer du sagst. Ich wollte eigentlich nur mit Waifu reden. Nicht du schon wieder. Ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du willst mir die Wunschsterne wegnehmen, um dir die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Ein perfider Plan. Das muss ich dir lassen. Du glaubst du noch nicht ernsthaft, dass ich dich das durchgehen lasse, oder? Niemand stellt sich zwischen mich und den Präsidenten, ist das klar? Ja, jetzt werde ich natürlich nicht gefragt. Oh, bist du sicher, du willst kämpfen? Oh. Mythodos. Ja, ich wollte eigentlich nicht gegen dich kämpfen. Warte mal, ich habe eine Unsicherheit mit dir, ne? Ja. Dann komm mal her, du. Oh, natürlich wieder nur gerannt. Genau die Hälfte.
diese Aktion ist mir quasi schon klar, was ihr drauf habt. Haha, guess I'll die. Ah. Ja, wieder klar, ich krieg ja voll aufs das Brett. Also hat Igni, der ist richtig angepieselt, dass er in der Arena nicht so viel leisten konnte. Also komm mal her. Hier sieht echt aus wie so ein Sonic OC oder irgendwie dort. Volltreffer, natürlich. Dafür trete ich dir jetzt einen Ball gegen die Fresse. So, ja, gleich mache ich auch mit den anderen. Wird eigentlich nicht so gegen den Typen kämpfen. Hypnomorba. Du. Alles klar. Hier fangen. Ball gegen die Fresse. Habe ich jetzt alles mit einem Schlag weg mit dem. Ladungsstoß. Oh, ich habe schon genug Elektroattacken. Spezial angefangen, ne? Ja, Sprung. Dann komm mal her. Nächster Ponita. Oh. Dank Schild weiß ich, dass du nur Psycho bist. So, also komm mal her. Du. Oh, irgendwie so eine Definition einer Glaskanone. Er kann irgendwie alles kaputt hauen. Hält aber selber nichts aus. Muss einfach gewinnen. Für Liga Präsident Rosé. So, hi. Ball gegen die Fresse. Ja, der hat ja jetzt Großband, ne? Aktiviert wahrscheinlich. Deswegen haut er wahrscheinlich alles kaputt. So, das war ein einfacher Kampf. Boah. Da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Ich verlange eine Wiederholung. Okay. Können wir gerne machen. Wie kann das sein? Warum kommt mir ständig so ein Taugenichts wie du in die Quere? Ich bin der Auserwählte des Präsidenten. Ich bin es, der den Champ besiegen soll. Der Elite-Trainer, den in Zukunft Galas anvertraut werden soll. Und trotzdem. Arela Challenger Bitties. Ich hatte mich schon gewundert, was du vorhast, als du dir das Patin Raja, was auch immer, geliehen hast und losgezogen bist. Und das hier macht mich spaßlos. Du kannst doch nicht einfach die antike Stätte demolieren. Warum kümmern Sie ein paar alte Steine, wenn auf dem Spiel steht, was in 1000 Jahren aus dieser Region wird? Glauben Sie etwa, dass Sie dem Präsidenten mit Ihrem Wankelmut eine Hilfe sind? Wenn Sie wirklich seine Assistenten sind, dann unterstützen Sie ihn gefälligst auch. Wer dies, das reicht. Du bist gefeuert. Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber du hast mich zutiefst enttäuscht. Als ich dich als kleinen Jungen entdeckte, sah ich eine große Einsamkeit in dir. Aber darüber hinaus sah ich auch, dass gewaltiges Potenzial in dir schlummerte. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfallen. Deshalb schickte ich dich damals auch auf die Trainerschule. Ich sah mein jüngeres Ich in dir und wollte deshalb eine Chance geben, etwas aus deinem Leben zu machen. Aber was hier vorgeht, zeigt mir deutlich, dass du keine Liebe für Galar verspürst. Es tut mir in der Seele weh, aber jemand wie du ist für die Arena Challenge nicht geeignet. Du gehst ja erstmal nach Claw City zurück. Wir entscheiden später, wie wir mit dir verfahren. Der Gesichtsausdruck. Das kann nicht ernst sein. Ich bin disqualifiziert? Damit begehen sie einen großen Fehler. Sie haben mich doch persönlich für die Arena Challenge empfohlen. Mir fallen hunderte von Möglichkeiten ein, mit dieser Situation umzugehen. Und sie entscheiden sich als ernst für das Schlimmste von allen? Was ihnen gehört, Bittis, deine gesamte Wunschsterne kannst du derweil mir überlassen. Okay. Also wurde mehr oder weniger echt gefeuert. Ah, sie sind auch Sanya und Daniro. Das war ein Schlamassel, nicht wahr? Schmerzt mich, ein Challenger für diese Weise scheiden zu sehen. Aber es hilft nichts. Arena Challenger üben eine Vorbildfunktion aus und haben sich daher stets tadellos und fair zu verhalten. Ja, das Loch, da war aber schon vorher da, ne? Sollte ich da irgendwie noch nicht vorher hingehen?
Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Bei einem Kampf von Betis hat der Kommentator mal erwähnt, dass Betis keine Familie habe. Als Rosé ihn dann unter die Fittiche nahm, begann Betis alles für ihn zu tun. Uff, was für ein Desaster. Hoffentlich lässt sich die Antikstätte wieder restaurieren. Aber die zwei Hunde gehabt oder Wölfe oder was auch immer. Oh nein, die Wandmalerei ist völlig ruiniert. Und dass dadurch diese Statuen ins Tageslicht gekommen sind, ist Glück im Unglück. Was an dieser Entdeckung und unser Verständnis der Legende Galas am meisten? Schwert und der Schild? Genau, diese Wesen, die wir Pokémon aussehen, führen ein Schwert und ein Schild mit sich. Sie stehen außerdem ganz klar im Vordergrund und stechen viel stärker ins Auge als die Helden. Ist sonst noch irgendwas an den Statuen aufgefallen? Zweien. Sie erinnern an die Wandtöpfe. Da hinten sind zwei Helden. Genau, damit können wir wohl endgültig davon ausgehen, dass es zwei Helden gab. Die Frage ist bloß, warum im Knospi innen dann nur ein einziger Heldenstandtour stand. Diese Statuen sind viel älter als die Wandtöpfe oder die Heldenstatuen im Hotel. Deshalb dürfte das, was sie gefunden haben, näher an die Wahrheit dran sein. Was lässt sich daraus schlussfolgern? Das Schwert ist ein Pokémon, das Schild ist ein Pokémon. Ich glaube, ich entscheide damit hier irgendwie nicht, welche legendäre ich bekomme oder irgendwie sowas. Das Schwert ist ein Pokémon. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Jetzt auch so trug ein Pokémon ein Schwert mit sich und das andere ein Schild. Was, wenn die Leute das Schwert und den Schild eins so eng mit den beiden Pokémon verwandten, dass sie letztendlich gleichbedeutend waren? Du weißt schon, das Schwert stand für eins der Pokémon, das Schild für das andere. In der Zeit konnte man sich schließlich nur noch an das Schwert und den Schild erinnern. Dass es die beiden Pokémon, die gegeben hatte, verriet völlig in Vergessenheit. Meine Jünglinge sind also die Helden. Das Schwert und das Schild waren eigentlich zwei Pokémon. Aber warum wurden die Statuen, die uns dieses Wissen vermittelt haben, hinter einem Kunstwerk versteckt? Danke jedenfalls für deine Hilfe. Ich glaube, diese Entdeckung könnte zu einem richtigen Durchbruch werden. Wenn du dich jetzt wieder in die Area Challenge widmest, sollten sie dir helfen. Als nächstes geht es für dich nach Fairbelly, richtig? Dann mal viel Erfolg damit. Zwei Beleber. Warum gibt es immer Beleber? So schlecht bin ich auch nicht. Ich meine, okay. Was? Es gab mehr als einen Helden und Pokémon waren auch dabei? Ich fand das Kunstwerk vorher besser. Die junge Frau, die Nachforschungen zur antiken Städte anstellt. Wie ist sie noch gleich? Sanja, genau. Meinst du, die genau da steht? Ist sie etwa von Professor Magnolikas Enkelin? Ist sie etwa Professor Magnolikas Enkelin? Sieht so aus, ne? Würde ich mal sagen. Gut. Ich hätte ja nicht gesagt, diese Cutscenes alle irgendwie im nächsten Part oder so gehabt. Aber okay. Mussten die eben jetzt hier gezeigt werden. So, ich will jetzt noch mal kurz hier runter gehen. Weil ist wieder ein neuer Tag angebrochen. Der Typ sucht eine Riesenperle für 12.000 Ocken. Wird schön. Und der Typ hat irgendwie was zu verkaufen, ne? Ein Drachenzahn. Ja, damit. So, in der nächsten Folge weiß ich auch schon, wo wir mit anfangen werden. Wenn nicht direkt nach Dinges gehen. Ich meine, wir werden auf jeden Fall nach Fairbelly gehen, aber davor machen wir so ein, zwei Sachen noch. Und ja, ich würde dann sagen, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet auch wieder in der nächsten Folge wieder ein. In dem Sinne sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge.